Ab heute, so könnte man sagen, beginnt der Schmerz der Corona-Krise, denn bislang waren es ja Notenbanken und Staaten, die versucht haben, diesen Schmerz wegzubetäuben, durch Liquidität erstmal zu ersaufen. Die Notenbanken nämlich und die Staaten durch veränderte Regularien, wie zum Beispiel die Aufhebung der Insolvenzantragspflicht hier in Deutschland etc., versuchten sie eben letztendlich diesen Schmerz erstmal rauszuschieben. Und heute endet diese Frist für das Herausschieben des Schmerzes. Und deswegen brauchen dann auch die Finanzmärkte neuen Stimulus, sonst wird nämlich der Schmerz merk- und spürbar. Und das will keiner, also muss jetzt etwas her, sonst wird es auch für die Finanzmärkte, die sich ja weit, weit entfernt haben von der Realwirtschaft, vielleicht wird dann diese Differenz, diese Spanne zu groß zwischen den Finanzmärkten und der Realwirtschaft. Schauen wir uns zunächst mal an, was heute der Fall ist. Ab heute nämlich müssen in Deutschland Unternehmen Insolvenz anmelden, die zahlungsunfähig sind. Und Unternehmen, die überschuldet sind, müssen erst ab 1. Januar 2021 Insolvenz anmelden. Aber es sind eben über 90% der Firmen, die in Schwierigkeiten sind, sind zahlungsunfähig. Das heißt, ab heute könnte durchaus eine Welle jetzt einsetzen von Insolvenzen, von Entlassungen, die damit dann zusammenhängen. Und das könnte doch durchaus die Psychologie der Märkte wie auch insgesamt der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen verändern, wenn dann sozusagen diese Jobverluste immer breiter gestreute werden, was sich abzeichnet. Zahlungsunfähig ist übrigens ein Unternehmen, wenn es mindestens 10% seiner Rechnungen nicht bezahlen kann. So die Definition. Das geht also heute los. Das wird spannend zu sehen. Insgesamt haben ja viele, viele Firmen überlebt, wie hier der Insolvenzexperte und Ökonom Steffen Müller in einem Interview mit der Zeit sagte, die eigentlich des Todes sind, die eigentlich des Tod geweiht sind, könnte man sagen. Jetzt aber durch diese staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, durch die Billigmachung des Geldes und die Liquidität der Notenbanken das Ganze nochmal überlebt haben. 17%, so Müller, dürften sozusagen eigentlich praktisch nicht mehr lebensfähig sein der Unternehmen. Und das ist eine ziemlich hohe Quote, wie ich finde. Und das Ganze gilt jetzt auch für die USA, denn da gibt es ja diesen CARES Act, der in den USA vom Abgeordnetenhaus und vom Senat beschlossen wurde, auf dem Hochpunkt der Corona-Krise gewissermaßen. Da gab es sozusagen den Schutz von Arbeitsplätzen, da wurde Unternehmen geholfen durch Liquiditätsspritzen und jetzt enden sozusagen diese Töpfe, die sind jetzt leer, weswegen amerikanische Airlines zum Beispiel jetzt gesagt haben, oh, jetzt wo die staatliche Unterstützung wegbleibt, dann müssen wir leider Leute entlassen. United Airlines hat gesagt 13.000 Mitarbeiter, American Air 19.000 Mitarbeiter, gestern ja Disney 28.000, Continental 30.000, Shell 9.000, also diese ganzen Meldungen, die kommen jetzt ganz deutlich. Und das wird natürlich jetzt, was die US-Airlines machen, was zum Beispiel hier in Hamburg auch Airbus macht, die sagen, ja, also wir müssen die Leute leider entlassen, aber wenn wir natürlich jetzt ein bisschen Unterstützung kriegen vom Staat, von der Stadt, von der Gemeinde, von wem auch immer, nämlich also praktisch von der öffentlichen Hand, dann könnten wir darauf verzichten, diese Leute zu entlassen. Das wird das Muster sein, das wir in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder sehen werden. Oh, leider müssen wir die Leute entlassen, weil jetzt die Unterstützungsmaßnahmen auslaufen. Wenn wir aber neue Unterstützung kriegen, dann könnten wir auf diese Entlassungen verzichten. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Staat, die öffentliche Hand, immer stärker sozusagen die Unternehmen subventioniert, damit eben der Schmerz dann irgendwie doch nochmal vermieden wird. Das ist sozusagen das Schema, das sich jetzt abzeichnet. The CARES Act, wie gesagt, in den USA, Insolvenzantragspflicht in Deutschland, das sind die Äquivalente. Also muss ein Stimulus her und deswegen sind die Aktienmärkte ja gestern gestiegen. Stimulushoffnungen, nachdem man wieder miteinander spricht. Pelosi von den Demokraten, Mnuchin von den Republikanern. Dazu so ein bisschen geleakte Daten zum Chicago Einkaufsmanager Index, die den Reflationstrade, die Hoffnung auf steigende Inflation bei gleichzeitig niedrigen Zinsen, was positiv für Aktien ist. Das war sozusagen die Kombination gestern. Dazu ein bisschen Window Dressing. Wie realistisch ist jetzt dieser Stimulus, der kommen muss, der eigentlich kommen sollte, der aber natürlich schwierig ist vor der US-Wahl, denn die US-Demokraten haben eigentlich wenig Anreiz, jetzt sozusagen der Regierung da nochmal einen Zuckerl in die Hand zu geben vor der US-Wahl. Dementsprechend hatte ja Pelosi angeboten, okay, 2,2 Billionen, das ist die absolute Untergrenze. Man kam ja von 3,5 Billionen. Jetzt haben sich die Republikaner bewegt in Gestalt von Mnuchin und gesagt,
haben, okay, also wir könnten maximal 1,6 Billionen könnten wir jetzt liefern. Da ist zum Beispiel dann ein monatlicher Scheck von $400 dabei. Vorher hatten die Republikaner $300 vorgesehen maximal, jetzt sind es $400. Also man hat auch ein bisschen Staat- und Lokalhilfe dabei, hilft also den Bundesstaaten, hilft ein bisschen den Gemeinden mit $250 Millionen, allerdings eher bescheiden. Jedenfalls sehen wir $250 Milliarden. Jedenfalls sehen wir, dass die Republikaner sich ein bisschen bewegen. Gleichzeitig aber sagen sowohl Mnuchin als auch McConnell, der Führer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, also 2,2 Billionen, da kommen wir auf gar keinen Fall hin. Und die Frage ist jetzt, wie groß ist die Lücke zwischen der Maximalgrenze, die Republikaner gesetzt haben, 1,6 Billionen im Vergleich zu den Demokraten 2,2 Billionen Untergrenze, und das in dieser politisch aufgeladenen Situation. Dieses Dementi von Mitch McConnell, der gesagt hat, also wir sind sehr, sehr weit auseinander, hat dann die Aktienmärkte in den USA gestern nochmal nach unten gebracht, dann nachbörslich wieder steigende Future-Kurse wie von wundersamer Hand. Das ist ja ein Schema, ich hatte das öfter schon gezeigt. Heute im asiatischen Handel setzt sich das fort. China hat ja schon goldene Woche, die sind jetzt erstmal über eine Woche praktisch nicht mehr vorhanden. Japans Handel wurde eingestellt, es gibt das Gerücht, dass da Hacking passiert ist. Jedenfalls null Liquidität im asiatischen Handel, das nur nebenbei. Kommen wir zu eben hier diesen Plänen, die jetzt die Republikaner nochmal angestoßen haben. Die Frage ist, das muss jetzt bald kommen, sonst ist es eh zu spät vor der Wahl. Und die Frage stellt sich angesichts dieser Massenentlassungen, angesichts dieser Drohungen, die die Unternehmen hier geben, ja, wenn wir jetzt keine Unterstützung mehr kriegen, dann müssen wir leider die Leute entlassen. Ob eigentlich diese Entlassungen nur durch die Pandemie zu erklären sind, klar, im Airline-Sektor, der stand vorher besser da als jetzt, aber in vielen Bereichen dürfte das vielleicht so oder so passiert sein, wie hier dieser Artikel zeigte aus dem Wall Street Journal. Und wenn wir uns mal anschauen, wer ist denn eigentlich stark betroffen von dieser Corona-Krise, wer hat wirklich die Einkommensverluste? Dann sehen wir, dass es vor allem die unteren Einkommensschichten sind, die große Teile oder erhebliche Teile ihres Einkommens verloren haben, während jetzt die Besserverdienenden kurze Rücksätze erleiden mussten, aber jetzt sogar besser verdienen als vor der Corona-Krise, während zum Beispiel in der 2008er Rezession, also im Gefolge der Finanzkrise, eigentlich kaum jemand wirklich nachhaltig niedrigere Einkommen verkraften mussten. Man sieht also, letztendlich ist wahrscheinlich diese ökonomische Krise schlimmer als die Finanzkrise, wenn man so will, so könnte man formulieren. Jetzt wird natürlich die Frage sein, wie geht es mit diesen Insolvenzen weiter? Hier eine Grafik von Statista, die sich auf Euler Hermes berufen. Die sitzen hier auch in Hamburg. Ich kenne persönlich ein paar Jungs von denen, mit denen ich Sport betreibe, Badminton und Tennis jedenfalls. Die sagen mir auch, oh, da wird jetzt einiges kommen, und es sieht so aus, dass in den USA im Vergleich zu 2019 57% mehr Insolvenzen kommen werden in 2021. In Deutschland rechnet man mit 12, allerdings war da eben noch unklar, wie schaut es denn aus mit der Insolvenzantragspflicht. Also das wird jetzt sozusagen das große Thema, USA, Brasilien, UK, also auch die Länder, die von der Corona-Krise bzw. der schieren Zahl an Infizierungen und Toten am meisten betroffen sind. Da trifft es sich gut, dass die Amerikaner jetzt schnell nochmal die Schuldenobergrenze aufstocken. Das heißt, jetzt hat man eine sogenannte Stopgap Funding Bill unterzeichnet in Gestalt von Donald Trump. Die Demokraten und Republikaner haben sich darauf geeinigt. Das Ganze geht bis zum 11. Dezember. Das muss man tun, sonst könnte man die Wahl gar nicht durchführen, sonst würden die finanziellen Mittel fehlen. Jedenfalls sehen wir die leicht ansteigende Verschuldung der USA, 26,7 Billionchen. Das ist natürlich ein Klacks, das ist gar nichts, das kann man sich mal leisten. Und eigentlich stellt sich da die Frage, Billionchen hin oder Billionchen her, das, was sozusagen hier der Zankapfel ist zwischen Demokraten und Republikaner. Who cares, wenn wir 26 haben, warum nicht 30, warum nicht 35? Und so könnte sich diese Spirale weiter fortsetzen. Kommen wir zu etwas komplett anderem, nämlich die Realwirtschaft. Im Vergleich, da waren wir, jetzt kommen wir zur Finanzwirtschaft. Und sehen hier mal die Performance im September, was ist wie gelaufen. Wir sehen, der Dollar ist am besten gelaufen, hier von den großen Assetklassen, Bitcoin, Bonds ganz gut gelaufen, also Anleihen.
Dann Dow Jones, der gestern ja deutlich nochmal hat zulegen können. Und Gold, das sich ja zuletzt auch erholt hat, aber in der Summe eben im September noch negativ ist. Und wenn wir uns hier mal anschauen, hier seit Jahresbeginn, was hier auseinanderdriftet, das ist extrem. Nämlich auf der einen Seite Tech, die großen Highflyer, und auf der anderen Seite Energie, die großen Opfer sozusagen. Und man muss sich schon fragen, was sendet das eigentlich für eine Botschaft, dass der Energiesektor so abgestraft wird? Hat das vielleicht ein bisschen was mit Realwirtschaft zu tun und die Tech-Spinnerei, die Tech-Euphorie ein bisschen mit Fantasie? Jedenfalls ist das Gap zwischen Tech und Energie wieder so groß oder sogar noch viel größer, als es der Fall war unmittelbar vor der Corona-Krise im Februar, als wir auf Allzeithoch hantierten, nämlich im Bereich von 3.400 Punkten beim S&P 500. Ziemlich genau da sind wir jetzt wieder. Es wird also spannend sein zu beobachten, ob wir diese Widerstände überwinden können. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich erstmal trotz des Schmerzes, den wir jetzt ab heute praktisch spüren werden in der Corona-Krise, wünsche ich einen guten Start in diesen, hoffentlich auch bei Ihnen, hier in Hamburg zumindest ist es so, warmen und freundlichen Frühherbsttag. Ich sage Servus. Und ciao.